Guten Abend, liebes Publikum, liebe Freunde. Ich freue mich sehr, dass ich diese Veranstaltung moderieren darf. Mein Name ist Katja Nikodemus. Ich bin bei der Wochenzeitung Die Zeit verantwortlich für Kino, für Film. Und bevor wir jetzt über diesen Film sprechen, den Sie gerade gesehen haben, möchte ich doch noch mal ganz kurz sagen, dass Bettina Böhler wirklich die Frau ist, die dem deutschen Kino, kann man sagen, seinen Atem, seinen Drive, seinen Takt, seinen Rhythmus gibt, und zwar einem bedeutenden Teil des deutschen Kinos. Sie hat Filme montiert von Christian Petzold, von Angela Schanelek, von Thomas Aslan, Ulrike Ottinger, Margarete von Trotta und vielen anderen bedeutenden Regisseuren. Ja, und deswegen ist es für mich ein besonderes Glück, hier diese Veranstaltung moderieren zu dürfen und auch diesen Film gesehen zu haben. Ich habe ihn auf der Berlinale gesehen, den sie ja montiert und, wie ich finde, auch aus dem Material heraus choreografiert hat. Und ja, ich freue mich ebenfalls sehr, Nele Hertling hier zu begrüßen. Sie war Vizepräsidentin der Akademie der Künste. Sie ist Direktorin der Sektion Darstellende Kunst. Für mich übrigens auch eine prägende Figur, ohne dass sie das weiß. Denn Nele Hertling hat ja ab 1989 bis 2003 das Berliner Hebbeltheater geleitet. Und sie hat dieses Theater zu The Place to Be in Berlin gemacht, also sozusagen mit internationalen Künstlern. Man konnte Bob Wilson dort sehen, Inszenierung von Süberberg, von vielen anderen. Und ja, sie hatte auch mit Christoph Schlingensief zu tun bei einer Aktion und natürlich interessiert uns auch ihr Blick auf seine Theaterposition. Frieda Schleich, ich freue mich sehr, weil Frieda Schleich ist, muss man sagen, einer der engagiertesten Verleiher und Produzenten in Deutschland, auch selbst Autor und Regisseur. Er hat Filme von Christoph Schlingensief herausgebracht, ein großes Archiv erstellt seiner Werke und er ist der Initiator und Produzent dieses Films. Vielen Dank auch dafür. Bettina, als ich diesen Film gesehen habe auf der Berlinale, da schoss mir sofort was in den Kopf, wie so eine Überschrift, und das war, das ist ja eine deutsche Erzählung. Und es ist eine deutsche Erzählung für mich, weil das ja kein Film über Christoph Schlingensief ist, sondern ein Film mit ihm eigentlich. Und du trittst eigentlich mit ihm in einen Dialog mit uns, mit unserem Land auch von heute, mit unserer Gegenwart, mit diesem Land, an dem er sich so sehr abgearbeitet hat. Das hat man ja in diesem Film wirklich auf eine ganz auch berührende Weise gesehen. Und meine erste Frage an dich wäre, inwiefern es oder wann es für dich klar war, dass du mit diesem Film dieses Abarbeiten ja in unserer Gegenwart fortsetzen möchtest. Ja, also wenn ich ehrlich bin, war das für mich eigentlich von Anfang an klar und war für mich auch ja der Grund, warum ich diesen Film machen wollte. Natürlich wollte ich, also fand ich auch das toll, als Frieda und Irene auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, ob ich mir vorstellen kann, einen Film über Christoph zu machen, eben mit dem Material, was Frieda ja über 15 Jahre oder so gesammelt hatte. Also gut, es kam dann auch noch was dazu, aber jedenfalls war mir doch sehr schnell klar, also weil ich ja Christoph auch kannte eben aus den 90ern, ich hatte zwei Filme mit ihm geschnitten, dass eben diese Auseinandersetzung von ihm mit diesem Land, also in dieser Zeit, in dieser späten Nachkriegszeit, also ich bin ja derselbe Jahrgang auch wie Christoph, also das war mir einfach auch sehr nahe immer und ist auch immer ein Thema gewesen, was mich sehr interessiert hat, wie also quasi dieser Nationalsozialismus und der Krieg eben ja unsere Generation natürlich auch noch geprägt hat und natürlich bis heute im Grunde nachwirkt. Und also das heißt, das war für mich eben, habe ich gedacht, also gut, das ist toll, Christoph einfach nochmal heute eine Stimme zu geben und ihn wirklich auch mal vielleicht einem Publikum nochmal präsent zu machen, was ihn ja auch überhaupt nicht kennt, unter Umständen eben eine jüngere Generation. Und aber eben, ja, einfach diesem Land auch nochmal einen Spiegel vorhalten, ja. Also, und ja, und dieser Spiegel, den er eben schon vor 30 Jahren vorgehalten hat, der gilt eben, ja, heute wie eh und je, würde ich sagen. Im Rahmen der Berlinale, vielleicht sogar im gemeinsamen Gespräch, hast du gesagt, das ist mir im Gedächtnis geblieben, Christoph Schlingensief hat sich mit Deutschland, für Deutschland und gegen Deutschland verbrannt. Das ist ja eine radikale Aussage. Kannst du dazu nochmal was sagen? Ja, also wie gesagt, weil das eben das dieses
Auseinandersetzung eben mit der Geschichte und mit dem Land, aber auch mit der Gesellschaft in diesem Land natürlich, die eben auch von der Geschichte geprägt ist, das war halt sein Thema und das hat ihn ja natürlich aber so extrem beschäftigt und ja, und das hat ihn eben auch immer über seine eigenen Grenzen gehen lassen. Ja, also das sieht man ja auch in seinem eigenen, in dem Werk, dass er natürlich da sich wirklich einfach verausgabt hat, ja, also weil er einfach nicht, weil er eben wirklich klar machen wollte, Leute, was, ja, werdet mal wach und denkt einfach mal ein bisschen über euren Tellerrand hinaus und versucht, was zu verändern. Und das hat ihn halt so beschäftigt und so angetrieben, dass er, ja, dass er halt leider sich dann da auch mit verbrannt hat. Ich meine, jemand, der in 40 Jahren irgendwie so ein Werk hinterlässt, das ist ja so eine Energie, die dafür notwendig ist, die ist natürlich dann irgendwann leider auch aufgebraucht. Nele Hertling, Sie haben mit Christoph Schlingensief mal im Rahmen einer Aktion zusammengearbeitet in der Akademie der Künste im Pariser Platz. Ist Ihnen da auch dieser sich selbst verzehrende Künstler begegnet? Oder wer ist Ihnen da begegnet? Das war das Projekt Die Piloten, 10 Jahre Talkshow. Und ich bin noch vollkommen erschlagen im Grunde genommen. Ich hatte den Film schon mal auf einem kleinen Computer gesehen, aber hier auf der großen Leinwand diese unglaubliche Energie, die einen hier über 2 Stunden ja wirklich, ja, berührt und erschüttert zum Teil auch. Diese Energie war auch in dem Projekt zu spüren, auch die Verzweiflung, die ja auch immer wieder zum Ausdruck kommt, das Gefühl des Nichtwissens, auch Nichtwissenwollens, wie geht es weiter, was machen wir in den nächsten 10 Minuten? Und dadurch entstand eben auch diese unglaubliche Spannung und ein Widerspruch und der ständige Kampf mit den Leuten um ihn herum, die er hineinziehen wollte, die sich nicht hineinziehen ließen oder ihren eigenen Weg gingen. Und diese Energie, die er wirklich benutzt, das Wort immer wieder, weil das ist das, was mir ja am meisten auch eben wieder aufgefallen ist, in einer Art von geplantem Chaos vielleicht, dann doch eine Linie zu erhalten und etwas rüberzubringen. Und das erinnert mich an etwas, was, ich weiß nicht, ob ich es hier im Film gesehen oder irgendwo gelesen habe, dass er immer gesagt hat, es interessieren ihn eigentlich weniger die Geschichten in einer Story, sondern es interessieren ihn die Bilder. Und die Bilder, die er versucht, nicht nur im Moment zu haben, sondern der Versuch, die Bilder in die Gesellschaft zu tragen, aus den Bildern etwas hinüberzubringen in unsere Umgebung, in unsere Gesellschaft. Und das war in diesem Projekt auch besonders stark, weil es gab in dem Sinne dann keine Geschichte, sondern es gab chaotische, aber auch immer wieder ganz kräftige Bilder. Und ich würde gerne noch mal was sagen zu Ihrer Frage eben mit der deutschen Gesellschaft, mit der Geschichte in Deutschland, was mir auch heute noch mal so aufgegangen ist, gerade jetzt im Jahr, wo wir die Wiedervereinigung in Anführungsstrichen feiern, sein Umgang mit der Wiedervereinigung, mit den Gesellschaften aus beiden Deutschlands, ist ja doch sehr ungewöhnlich für damalige Zeit. Und heute gerade durch diesen Jahrestag, auch hier innerhalb der Akademie, ein immer wieder aufflammendes Thema, wie sind wir miteinander umgegangen? Und da fand ich jetzt diese Position, die er hier einnimmt, nochmal extrem wichtig und interessant auch für uns heute nach längerer Zeit, auch diesen Blick auf diesen Moment doch nochmal zu bedenken. Auf das deutsch-deutsche Kettensägen-Massaker, ja. Frieda, du hast Schlingensiefs Filme seit den 1990er Jahren herausgebracht, aber das Unglaubliche ist ja, dass du ein riesiges Archiv erstellt hast mit seinen Filmen, aber auch mit Fernsehshows, mit Fernsehsendungen, Dokumentationen über ihn, Dokumentarfilmen. Und da wäre meine Frage, das ist ja nicht selbstverständlich. Normalerweise beginnt das Archivieren nach dem Tod eines Regisseurs und das begann ja schon zu Lebzeiten. So, da muss ja doch irgendwie sehr klar gewesen sein, dass er das wert ist oder dass das wichtig ist. Und wann war dieser Punkt der Erkenntnis, dass man sagt, das wird jetzt gesammelt, das wird jetzt aufgehoben, denn dieser Sammelarbeit verdanken wir ja auch diesen Film. Schwierige Frage. Das war einfach zunächst mal das Interesse, ihn irgendwie doch
zu verstehen oder zu erkunden. Und das hat angefangen mit den Super-8-Filmen. Ich bin damals ins Filmmuseum Düsseldorf. Dort hat er seine Super-8-Filme, ich glaube, er hat sie sogar verkauft und dort hinterlegt. Und die haben wir dann abgetastet und zum ersten Mal gesehen. Also die Filme, die er mit 8 Jahren, 9 Jahren als Lehrer. Und die habe ich mir alle angeguckt. Und dann haben wir ein langes Interview darüber gemacht. Und das war einfach meine Neugierde, ihn zu verstehen oder irgendwie, was heißt verstehen, nicht, vielleicht ihn, die Entwicklung von ihm zu erkunden. Und die hat für mich nicht aufgehört mit seiner Filmarbeit, sondern er auch ging weiter mit seiner Theaterarbeit und den Filmen, die er gemacht hat und die Filme, die er fürs Theater gemacht hat. Und dann gab es so einen Punkt 2007, dass an der Volksbühne umgebaut wurde und er dann auch kam, da geht die Bänder, die Mitschnitte, die es gibt, die gehen verloren. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch wirklich das Material, alles Videomaterial sammeln. Lass uns nicht nur die Filme sammeln oder archivieren, sondern alles, was mitgeschnitten wurde. Und das hat ihn erstmal sehr gefreut und das hat ihn auch sehr interessiert. Und dann wurde das so ein endloses Erkunden und wurde immer mehr. Also ich wusste auch nicht, was da auf mich zukommt. Und im Zuge des Films, Bettina hat es ja auch gesagt, haben wir zum Beispiel Zugang bekommen, weil es eine WDR-Koproduktion war, zum WDR-Archiv. Und da konnte man dann eben eingeben, Schlingensief als Stichwort, die haben schon alles digitalisiert, was da unten rauskommt, wie viele Shows er, in wie vielen Talkshows er war, in wie viel, es gibt auch Porträts über ihn, die gemacht wurden. Also, und interessanterweise, ich frage mich das auch, warum ich da immer weitergemacht habe. Ich mache ja nicht nur das, also aber schon, habe mich schon viel mit beschäftigt. Es wird einfach nie langweilig. Also es ist, wenn man sitzt davor, ging die doch auch so beim Sichten. Man hat ein Interview, es wird einfach nicht langweilig. Ich kann es nur so begründen. Also es macht immer einen Riesenspaß, wenn er den Mund aufmacht und was und auch seine Bilder, auch seine, ja, die Bilder, die er in die Welt gesetzt hat. Ja, ist immer faszinierend. Bettina, du hattest dann ja Zugang zu diesem Archiv. Und meine Frage wäre normalerweise, wenn man so einen Dokumentarfilm macht, da ist ja der leider naheliegendste Schritt oft, dass man die alten Weggefährten aufsucht für Dönekes, Anekdötchen, aber vielleicht für interessante Statements auch von Leuten wie Tilda Swinton oder Udo Kier. Wann war dir klar, dass das Material, das Frieda dir zur Verfügung gestellt hat oder dass überhaupt die Materialjage reicht, um daraus einen Film zu machen, ohne sprechende Köpfe? Ja, also da war es im Grunde auch wieder so, dass ich habe eben dann angefangen zu sichten in dem Archiv und so und habe einfach sehr schnell festgestellt, dass es halt wahnsinnig viel Interviewmaterial mit ihm eben gibt. Also es gibt ja alleine 40 Sendungen, glaube ich, die Alexander Kluge eben mit ihm gemacht hat, also was ja auch hier für mich eben eine große Basis war für diese Gespräche mit Kluge, die natürlich ja auch ganz speziell immer sind, ja, also das sind ja jetzt keine normalen Interviews, sondern das sind ja so meandernde Gespräche zwischen diesen beiden und das war einfach und da habe ich gedacht, und dann gibt's natürlich diesen Film, den Frieda mit ihm 2004, glaube ich, das Interview, nicht, über die Filme gemacht hatte. Und das heißt, und dadurch auch, dass er, weil er natürlich auch ein wahnsinnig toller Erzähler war, ja, und einfach ein charmanter Mensch, dem man eben gerne zuhört, ja, war mir ziemlich schnell klar, das ist doch toll. Ich meine, es gibt ja auch wirklich wahrscheinlich nicht viele Künstler, von denen es so viel Material gibt, ja, also dass die zu Lebzeiten so viel geredet haben und so, was dann eben vorhanden ist, ja. Gab es denn auch mal und einen Collin? Es war natürlich ein Geschenk im Grunde und dann habe ich gedacht, wozu will ich jetzt hier andere Leute hören? Er kann doch seine Sachen selber erzählen und seine Anekdoten ja im Grunde hat auch selber erzählen, ja. Also insofern war das für mich ganz schnell klar, ich will da keine Wegbegleiter interviewen. Gab es auch mal einen Koller, also ein Versinken im Material? Naja, sicher. Ich meine, so zwischendurch habe ich dann schon mal gedacht, oh Gott, ich meine, es ist ja auch eine Verantwortung natürlich gewesen, ja, also dass ausgerechnet ich da jetzt die sozusagen Aufgabe habe, diesem Menschen, der eben doch auch ja sehr
von vielen Leuten ganz unterschiedlich interpretiert wird oder gesehen wird. Und also, dass ich da jetzt hingehe und mir anmaße, jetzt eben so ein zweistündiges Leben quasi zu zeigen oder eben auch Werk natürlich gleichzeitig, das, ja, das war zwischendurch natürlich auch mir immer eine große Verantwortung und auch nicht ganz einfach, aber ich trotzdem, ja, also weil ich, gut, ich muss auch dazu sagen, ich hätte den Film nicht gemacht, wenn ich ihn nicht erlebt hätte, also wenn ich ihn nicht gekannt hätte, nicht? Das ist ganz klar. Also und auch gerade, wenn man eben mit jemandem im Schneideraum sitzt über Monate, dann lernt man ja jemanden auch sehr gut kennen. Also das ist ja eine sehr intime Arbeit, eben eine Arbeitsbeziehung in dem Sinne, wo man eben auch die Schwächen und die Verletzlichkeiten, aber eben auch den Humor und die Stärken und die Kreativität von jemandem erlebt. Und das heißt, das hatte ich halt zweimal mit ihm eben gemacht und das, wenn ich, ja, also das war für mich halt ganz wichtig, dass ich diesen Menschen wirklich kannte und dann habe ich gedacht, okay, dann, ich glaube, wir haben auch ein bisschen ähnlich getickt, was viele, also was auch Humor anging und so und dann habe ich gedacht, okay, ich wage das und mache das jetzt einfach, ja. Wenn man von Ken spricht, das ist jetzt auch vielleicht bei Frieda durch meine Frage so ein bisschen untergegangen. Du warst ja ein langjähriger Weggefährte von Christoph Schlingensief. Das klingt immer so ein bisschen nach so einem Spaziergang im oberbayerischen Wald, aber ich meine, du warst, glaube ich, Sparringpartner, nächtliches Ohr am Telefon, gegenüber, Austauschpartner, alles Mögliche. Und deinem Archiv verdanken wir ja auch, dass diese tollen frühen Filme, ich glaube, wann hat er seinen ersten Film auf Normal 8 gedreht? Mit 8 Jahren oder so, ne? Da hat man das Gefühl, da ist im Grunde schon der Kinoregisseur. Würdest du dazu sehen, dass man sagen kann, Christoph Schlingensief war schon ein Mensch des Kinos, der dann das Kino halt auf die Straße gebracht, ins Theater geholt hat? War das der Glutkern seines Schaffens? Also zunächst mal, es gab sehr viele enge Weggefährten von Christoph. Ich habe mich doch sehr auf die filmische Zusammenarbeit mit ihm konzentriert. Man konnte ihm eigentlich nicht folgen, er war so produktiv. Es war immer ganz gut, wenn man Pausen einlegen konnte und er hat auch Pausen eingelegt mit Leuten, muss man auch sagen. Das war so intensiv, dass er Pausen eingelegt hat. Und ja, also er hat sich ja immer als Filmemacher verstanden und ganz klar, ich habe jetzt auch gerade noch mal in so einem Gespräch gesehen, dass er schon auch gesagt hat, es war auch eine Ersatzfamilie, dieses Filmteam, weil er eben das Einzelkind war und das war für ihn schon wichtig. Der Weg ans Theater, das kennen ja auch wahrscheinlich die Erzählungen, kennen ja auch die meisten. Das war doch auch ein Zufall, ja, dass er zum Theater gerufen wurde. Also Zufall im Sinne von, dass er von Frank Castorf, der von Terror 2000 gehört hat. Und Christoph hat sich vorher nicht fürs Theater interessiert. Also diese Geschichten sind ja bekannt, aber er hat sich ja immer wieder als Filmemacher, wollte immer Filme machen. Also ich erinnere mich an etliche Anrufe, wo er sagt, ich habe genug vom Theater, Frieda, lass uns einen Film machen, können wir nicht dann, also Freaksaus 3000 war eine Fernsehshow und er wollte unbedingt wieder Kino machen und wir haben dann gesagt, okay, wir schneiden aus diesem Material einen Kinofilm. Es war immer wieder, immer diese Reibung. Also genauso wie die Reibung mit Deutschland gab es die eben auch mit jeder Institution, mit der Filmförderung, mit, ja, Christoph hat schon auch die Reibung gebraucht, um sich gegen was aufzulehnen. Und das war aber sehr ehrlich bei ihm, das war nicht aufgesetzt, um irgendwie zu provozieren, sondern wenn man ihn gekannt hat, hat man schon gemerkt, wie tief drin das war. Ja. Nele Hertling, Sie sind nun eine Frau der Bühne, des Theaters und des Tanzes. Wie sehen Sie Christoph Schlingensiefs Position im Theater und was daraus geworden ist heute? Also ich würde erstmal zustimmen. Natürlich bleibt er, finde ich, in allem, was er tut, ein Mann mit Filmgefühl. Er schafft Bilder, die eigentlich mehr über den Film kommen. Ich finde interessant, wie sich seine Haltung zum Theater verändert hat. Wie gesagt, sagt er ja auch selber, am Anfang hat ihn es nicht interessiert. Er ist von der Volksbühne gebeten worden und fand das erstmal gar nicht interessant. Er hat dann gespürt oder gemerkt in der Arbeit, dass man, sagt er ja auch in dem Film, finde ich auch bemerkenswert, dass man auf der Bühne Sachen sagen kann, die man in der Realität nicht sagen kann. Man kann sehr viel mehr riskieren. Er hat sich ja auch dann sehr deutlich auf der Bühne ausgedrückt, auch politisch, auch gesellschaftlich und kein Tabu gescheut. Das hat ihn, glaube ich, am Theater fasziniert,
Was ihn sicher auch interessiert hat, ist die ganz andere Arbeitsweise, sagt er auch selber. Und das finde ich auch ja, eine wichtige Bemerkung. Aus dem Theater kann man keinen Schauspieler rausschneiden. Man kann auch keine Szene rausschneiden. Man muss ganz anders denken, in längeren Folgen denken. Und kann nicht sagen, hier mal Cut und wir fangen nochmal von vorne an. Das hat, glaube ich, seine Arbeitsweise im Theater dann doch auch mitbestimmt. Aber wenn man dann verfolgt, die über Jahre, was er vom Theater hält, am Ende sagt er dann selber irgendwo, auf der Bühne kann man keine Revolution machen. Die Bühne ist eben etwas, wo man über Revolution nachdenken oder sprechen kann, aber man kann sie dort nicht machen. Und am Ende eigentlich seiner Theaterarbeit sagt er sehr deutlich, bringt er sehr deutlich zum Ausdruck, dass ihn das normale deutsche Theater nicht nur nicht interessiert, sondern dass er es geradezu ablehnt als ein Ort, sagt er, ein Ort, das eigentlich ein Theater, das den Feinden des Theaters in die Hände arbeitet, weil es eine vorgefertigte, von einem Mann, der alles bestimmt, ein Ablauf ist, der, ja, man nimmt das hin, die Leute sitzen unten und glotzen auf die Bühne, haben gar keine Möglichkeit, sich anders zu verhalten. Und dann geht man Kaffee trinken und das war's. Und er sagt am Ende, ja, also ich bin eigentlich weg von dieser Art von Theater. Ich komme wieder zum Theater der Handgreiflichkeit. Und das finde ich einen interessanten Weg, auch was Theater anbelangt. Einerseits in der Tat ein Ort, an dem man sehr experimentell sein kann, an dem man sehr vieles sagen kann, aber am Ende dann doch die Feststellung, Theater, die Kunst vielleicht sogar insgesamt, weiß ich nicht, steckt vielleicht auch mehr dahinter als nur das Theater, ist eben doch nicht der Ort, der uns in eine Revolution bringt. Und das, finde ich, ist etwas, was man sehr jetzt auch noch mal heute natürlich hinterfragen muss, wozu ist die Kunst eigentlich in der Lage? Wie kann man damit umgehen? Und es gibt ja auch heute junge Schauspieler, Regisseure, nicht sehr viele, aber es gibt sie ja auch, die auch diese Wirksamkeit von Theater, wie wir es normalerweise sehen, sehr in Frage stellen und einfach nochmal nach einem anderen Prinzip von Theater fragen. Und da finde ich, ist es sehr wichtig zu sehen, wie er im Laufe der Jahre das erfahren hat und wie er damit umgegangen ist. Ja, und wie er heute damit umgehen würde, ich meine, so berührend und aufrüttelnd und luzide der Film ist auch erschreckend, weil man sieht, wie erschreckend visionär Christoph Schlingensief war. Und es geht natürlich nicht nur um den Abschiedecontainer auf dem Wiener Opernplatz, also was eine grandiose Idee war das, sondern es geht natürlich auch um die Neonazis, die heute auf unseren Straßen marschieren, um die Rechtsradikalen, die im Parlament sitzen, die er eigentlich schon losgelassen hat als Untote, als groteske Gestalten. Und die Frage vielleicht an dich, Bettina, hast du das Gefühl, dass Christoph Schlingensief jetzt heute vielleicht immer noch und vielleicht ein bisschen lauter in das Schweigen hineinschreien würde? Naja, das ist natürlich immer diese hypothetische Frage, was würde er heute tun? Das ist, kann man natürlich nicht beantworten, weil man es nicht weiß. Und trotzdem denke ich natürlich, dass er, klar, natürlich hätte er auch heute dann mit seinen Mitteln sich da was einfallen lassen, wie er damit umgeht und was, wie er das bewertet. Und gut, man muss natürlich dazu sagen, ich meine, dass diese Aktionen, also gerade die politischen Aktionen auf der Straße, die er damals gemacht hat, die wären wahrscheinlich heute so unter Umständen nicht mehr möglich, weil einfach auch die Sicherheitslage sich natürlich ziemlich verändert hat. Also, du meinst sowas wie das Verbrennen der Fahne vor Möllemanns Haus? Oder? Ja, also, oder also ich kann mir schon vorstellen, dass da heute unter Umständen früher eingegriffen würde oder so, also einfach weil natürlich in diesen letzten 10, 20 Jahren natürlich sehr viel mehr passiert ist, auch was diese Sicherheitsgeschichten angeht und eben Attentate angeht. Also insofern, ja,
weiß ich nicht, aber trotzdem, also was er auf jeden Fall, denke ich, machen würde, ist, dass er, wenn er in einer Talkshow sitzen würde, mal auch da wieder ein bisschen die Leute aufmischt, weil das ist ja, also ich finde, das hat sich so extrem verändert heute, diese Diskussionskultur in den Medien, das ist schon wahnsinnig brav und eindimensional, ja. Also, und ich meine, wenn man das eben sieht, was da vor 20 Jahren möglich war, dann kann man nur sich wirklich fragen, warum eigentlich nicht, ja? Warum haben die, also, und das ist einfach dieser fehlende Mut auch von vielen, ja, die ja vielleicht eine Meinung haben oder auch eine sich engagieren wollen, aber es ist wirklich, kaum jemand wagt es wirklich in solchen, wenn sie mal so eine Plattform haben, einfach da aus der Rolle zu fallen, ja, und das finde ich, sowas fehlt einfach. Frau Hertling, Händchen falten, Köpfchen senken und an Adolf Hitler denken. Der Satz ist mir aufgefallen, als ich einen Text über Sie gelesen habe. Und ich muss, als ich den Film heute noch mal gesehen habe, an Sie denken, weil Ihre Mutter war Musikerin jüdischer Abstammung, hat Auftrittsverbot unter den Nazis bekommen. Und dieses Händchen falten und so weiter und an Adolf Hitler denken, das war ein Spruch in Ihrer Kindheit am Chiemsee, wo Sie hinverschickt wurden, weil Ihre Mutter von der Deportation bedroht war. Ich habe mich gefragt, ob Sie dann nochmal anders auf einen solchen Aufmischer oder Durchrüttler blicken und den vielleicht auch nochmal anders vermissen in unseren heutigen Zeiten? Ja, absolut. Also auch was die öffentlichen Aktionen angeht, natürlich haben wir andere Sicherheitsvorkehrungen. Aber der vorauseilende Gehorsam ist auch etwas, was wir heute haben. Und ich denke, bei allen Schwierigkeiten mit Sicherheit, mit Sicherheitskonzepten, es könnte doch sehr viel mehr passieren. Und ich habe mich immer gefragt, ich habe drei erwachsene Kinder, bin natürlich in der Zeit der 68er, ich habe gerade hier angefangen in der Akademie zu arbeiten, auch sehr engagiert gewesen, soweit es mit drei Kindern ging. Aber man wundert sich dann, auch die Freunde aus der Zeit, dass die nächste Generation, unsere Kindergeneration, eigentlich daraus weniger gemacht hat, sondern im Gegenteil uns dann eine Zeit lang vorgeworfen haben, ihr wart nie da, ihr wart immer für was anderes eigentlich engagiert und nicht so sehr für uns. Aber dass daraus nicht eine neue Energie entstanden ist in meiner Kindergeneration und ich frage mich, in der nächsten Generation ist nun auf anderen Bereichen wie Fridays for Future oder anderen Dingen, gibt es ja wieder eine Art von Energie, aber gerade auch in der Kunst, im Theater, in Institutionen, fehlt mir das, muss ich wirklich sagen. Und deswegen, jemand wie Christoph Schlingensief würde heute wahrscheinlich andere Formen der Aktion finden, aber er würde welche finden. Und wo sind die Leute, die aus dem Kunstbereich wirklich diese Bravheit ein bisschen hinter sich lassen und auch vielleicht mit mehr Mut und mit mehr Engagement dann in der Tat auch versuchen, auch eine junge Generation anders wieder mitzunehmen. Und ich sage auch selbstkritisch hier, man wird Mitglied in der Akademie dadurch, dass man von schon vorhandenen Mitgliedern in geheimer Wahl gewählt wird. Das ist kein Geheimnis, so etwas. Es gibt eben Leute, die auch bei verschiedenen Wahlen immer wieder durchfallen. Und Christoph Schlingensief ist auch nicht in die Akademie gewählt worden. Also das ist auch so ein Moment, wo man immer denkt, warum eigentlich nicht? Und war es diese Art von störendem, aufsässigen, aktiven, immer wieder sprechendem Tun oder war es eine ästhetische Auseinandersetzung? Darüber hat man ja auch nicht gesprochen. Und für mich ist auch nochmal ein anderer Aspekt, finde es auch nach wie vor seltsam, dass er nach Bayreuth eingeladen worden ist, sondern das kann ja auch eigentlich nur so ein Motiv gewesen sein. Man will in Bayreuth jetzt auch mal ein bisschen zeigen. Man geht mit der Zeit und versucht vielleicht auch ein anderes Publikum zu finden. Aber Sie können ja von vornherein nicht damit einverstanden gewesen sein, das zu kriegen, was sie dann bekommen haben. Aber genau dieses etwas abzuliefern, was gegen den Strich geht, das wird mir auch aus meiner eigenen Geschichte einfach doch sehr viel mehr fehlt mir und würde für mich sehr wichtig sein, wenn so etwas wie Christoph Schlingensief heute in anderer Form wieder aufstehen würde. Das ist
deiner Frage auf jeden Fall noch eine Frage, die mir noch auf der Seele liegt, weil Bettina, jetzt zum 10. Todestag von Christoph Schlingensief, da geisterten ja wieder diese Etiketten herum, also Provokateur, Enfant terrible. Und die zerschreddert der Film ja eigentlich. Also wir erleben ja jemanden, der in einer depressiven Kleinstadt Kindheit zum Alleinunterhalter wurde und zum sich selbst verzehrenden Entertainer. Und das aber auch das alles aus einem tiefen Ernst, den Sie ja auch eben beschrieben haben, aus einem großen Verantwortungsgefühl heraus diese Kunst entstand, die überhaupt nichts von plumper Provokation zu tun hatte. Und daher meine Frage nochmal, ob in diesem Film auch etwas ist von dem Menschen, der diesen Ernst oder diese Verantwortung hatte, was du selbst gesehen hast, aber nicht in den Film reinbringen konntest, weil du ja sozusagen mit einem ja, formalen, konsequenten Radikalismus das vorhandene Material benutzt hast. Also ich finde schon, dass man auch diesen Ernst spürt, ja, also den nicht, also diese Ernsthaftigkeit und auch eben diese Ehrlichkeit, weil das ist ja das auch, ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, worum es ihm ging, weil er hat es eben immer auch ehrlich gemacht und eben ohne jeden Zynismus, ja, also das ist ja auch finde ich ganz typisch einfach auch für ihn. Klar, also ich meine, es, wie gesagt, was ich ja vorhin angedeutet habe, natürlich lernt man, wenn man eben mit Künstlern eng zusammenarbeitet, einfach auch die Verletzlichkeiten und die Schwächen von jemandem kennen und die aber auch für so eine kreative Arbeit eben ganz ja existenziell wichtig sind, nicht? Also das ist ja auch immer es geht ja auch immer um Zweifel, ja, und auch er hat natürlich immer alles angezweifelt, auch was er auch, ob das sei es die Filme oder dann auch später die Theater, er hat sich ja da auch selber immer wahnsinnig in Frage gestellt im Grunde, ja, und das also das ist schon so ein bisschen andeutungsweise auch drin, aber das ist aber natürlich auch, ja, also etwas, was halt auch immer so ein bisschen verpönt ist unter Umständen jetzt, so ein Künstler irgendwie, der ja eigentlich nur toll sein soll und der irgendwie genial sein soll, einfach auch mal dann die Schwächen halt aufzudröseln und darzulegen, das, ja, ist, also wie gesagt, ich habe es ein bisschen andeutungsweise auch gemacht, aber natürlich finde ich auch, es ist ja, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, ist ja auch eine Verantwortung eben, wie weit man dann in eine Intimsphäre eben auch von jemandem geht. Also natürlich habe ich da auch ganz viel Material, also gerade aus dem Krankenhaus und so, weil er hat ja wirklich, das war ja wirklich eine Manie von ihm, alles aufzunehmen, ja, also der hat eben so wie andere eben, ja, also halt aufschreiben, also Tagebuch schreiben hat er halt entweder sich gefilmt oder es eben auf Tonband aufgenommen und da, ja, habe ich natürlich auch viele, viel nochmal Persönliches auch über ihn gelernt und so, aber da sage ich dann eben, ja, es gibt Sachen, die haben dann eben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Und da hatte ich einfach eine ganz klare Verantwortung auch. Ja. Ich wollte noch kurz was sagen zu dem Punkt, was Christoph heute machen würde. Ich glaube, was ganz wichtig ist jetzt zunächst mal, dass der Film ja auch was will. Der soll ja auch anstacheln und inspirieren. Und wir haben von vielen Kinoleuten gehört, dass sehr viele junge Leute auch ins Kino gehen. Also dadurch, dass so Leute wie Jan Böhmermann zum Beispiel den Film promotet haben und Christoph so als Vorbild auch bezeichnet haben, hat sich das unter jungen Leuten auch sehr rumgesprochen und das war uns doch auch sehr wichtig. Ja? Und das wollte ich auch nochmal sagen, dass es nicht diese Talking Heads gibt, denn da hatte ich vorher auch schon die Erfahrung gemacht bei zwei Filmen über Roland Glick oder Werner Schröter. Das ist ja eine ganz schöne Falle, weil man dann diese langen Interviews macht und nachher kann man so kleine Schnipsel nur reinnehmen, muss es den Leuten auch noch recht machen. Und dass Bettina das ohne als Montagefilm hingekriegt hat und diese Herausforderung angenommen hat, das ist schon was ganz Besonderes. Das ist ja auch dein erster Film als Regisseurin, muss man ja auch sagen. Und gerade eben nicht diese Falle der Talking Heads. Ja. Ja, ich danke euch, Ihnen und vielen Dank für den Film, Bettina. Schönen Abend noch. Vielen Dank.